Hallihallo, meine lieben Homies, willkommen zu einer weiteren Quest. So, wir beenden. Ach, wir beenden das Video, wollte ich schon sagen. Wir machen jetzt natürlich hier weiter, wo wir aufgehört haben. Ne? Eigentlich wollte ich nur die Quest machen. Aber da wir in dieser riesen Festung hier rein mussten, haben wir natürlich erstmal alle Eierköpfe hier platt gemacht. Die zwei Hauptmänner, vier Schätze geplündert. Und beginnen natürlich jetzt unsere Quest, weil sonst wird das echt zu anstrengend hier. Wenn ich jetzt nochmal rausgegangen wäre, dann hätten wir jetzt nochmal alle platt machen müssen. Wir hätten auch komplett alles durchziehen können, aber dann wäre das Video zu lang gewesen. Dann ist das langweilig. Deswegen geht es jetzt weiter. Freut euch drauf. Genießt es. Wer Bock hat, gönnt sich. Wer nicht, der nicht. Alles euch selbst überlassen. Ja, die anderen lassen wir natürlich hier auch frei. Sind ja kein Unmensch. Sind bei. So, eskortiere Besa aus Luxor heraus. Luxor ist natürlich hier diese fette Festung. Wisst ihr, was cool wäre, wenn die Kollegen... Oh, die sind schon wieder am Brennen. Wir sind einfach zu heiß für diese Welt. Wenn die Kollegen, die wir freilassen, auch mal die anderen freilassen. Ne, anstatt dass wir hier alles machen müssen. Meine Güte, du Penner, geh doch mal weg, ey. Der drückt mich da voll in die Flamme rein. Krasse Sache. Hier ist keiner, hier ist keiner. So, alle frei, meine Limonis. Raus hier. Raus. Komm, Besa. Nimm das Kehrblech mit. Und dann sind wir draußen. Wo ist der Besa und das Kehrblech? Nice. Dann quatsch mal mit den Kollegen. Ich wusste, dass du kommst. Als ich im Fieber lag, träumte ich von einem Adler, der über meinem Käfig rief. Es war dreist von den Soldaten, dich zu verhaften. Ihre Träume peinigen sie wie Skorpionstiche. Aber ich sorge mich mehr um Miane. Ihr Bruder Tapdi stahl meine heiligen Traumschriftrollen. Warum sollte er das tun? Ich weiß nicht. Doch letzte Nacht träumte ich, wie er Kornähren verspeist und mit wilden Hunden den Dreck durchwühlte. Ein schlechtes Omen. Wo hat er die Schriftrollen hingebracht? Er und Miane sind auf einem Hof östlich von Theben aufgewachsen. Als ich sie als Lehrling aufnahm, zog er sich in den Keller unter dem Haus zurück. Geh zu Miane. Ich finde ihren Bruder und deine Schriften. Mianes Bruder hat einiges zu beantworten. Erreiche den Bauernhof. Okay. Können wir uns da hinbeamen? Dann geht er vielleicht sogar noch ein bisschen schneller. Nein, können wir nicht. Dann holen wir natürlich ein weiteres treues Reittier für uns dabei. Damit es ein bisschen schneller geht. Auf geht die Post. Ja, da haben wir uns einen Weg ausgesucht, meine Jungen. Aber bis jetzt klappt es noch. Neuer Ort schon mal. Nice. Kleine weitere Aufgabe, die wir natürlich irgendwann wieder lösen. Sehr, sehr schön. Grüße gehen raus an euch alle nochmal. Und viel, viel Liebe natürlich. Miane und ihr Bruder wuchsen auf einem Hof östlich von Theben auf. Okay. Wir sind am Start, meine Mumis. Da ist ein Löwe, der natürlich voll auf die Glocke will. Da sind sogar zwei Löwen. Kriegen wir hin. Sollten wir hinkriegen. Müssen wir hinkriegen. Hallo, Lein. Komm her. Immer schön in Spannung sein, meine Mumis. Immer schön R2 benutzen. Zock auf der Playstation. Deswegen ganz locker flockig. So. Was mit Mians Bruder geschehen? Fortschritt bei der Untersuchung. Entschuldigung, dass ich Quatsch dabei. Ach, bei der Verteidigung getötet. Da müssen wir doch hier runter. Tapdi, die Götter haben ihn bestraft. Aber nur für den Diebstahl der Schriften? Oder steckt mehr dahinter? Ist nichts. Die Banditen müssen sie mitgenommen haben. Er war geradezu von seiner Schwester besessen. Aber er hat Bessers Schriftrollen unter dem Tisch versteckt.
Also wie gesagt, wer Bock hat, das zu lesen, ne? Pausiert das Video und gönnt sich. Seine Schwester zu sehr. Aber die Traumschriften, vielleicht wollen die Banditen sie verkaufen. Finde und beschaffe seine Traumdeutungstexte. Sie wurden von Banditen mitgenommen. Gut, dann müssen wir die Banditen jetzt verkloppen. Horst, wo bist du? Komm, du kleine Schönheit. Lass Gas geben da. Bis jetzt sieht es auf jeden Fall gut aus. Entschuldigung, dass wir davor das Video eine Quest angefangen haben. Ich gesagt habe, wir machen die Quest, aber da wir dann in der großen Festung reingekommen sind, wir natürlich erst die Festung platt gemacht haben, das Video beendet haben und jetzt diese Quest weitermachen, fand ich auf jeden Fall besser. Sonst wäre das Video einfach zu lang gewesen, meine Lieben. Finde ich. Ne? Falls ihr da was anderes denkt, schreibt mir in die Kommentare. Alles euch selbst überlassen. Nur seid nicht sauer. So. Natürlich schnappen wir uns immer den, den wir brauchen, aber die sind schon platt. Alle drei. Kehre zu Besa zurück. Okay. Kehrblech lassen wir hier. Ab zu Besa. Steht da Besen? Ah ja. Ist nicht so witzig. Da wollte ich mal lustig sein, aber klappt nicht. Zieht einfach nicht bei den Homies. Der Meister der geheimen Dinge. Sind wir natürlich, kein anderer. Ne? Der klaut ja unsere besten Sprüche. Kann ja wohl nicht wahr sein. Komm, jump hoch, komm, schaff's halt. Weiß halt doch. Sind da hier ein Team? Platz da. So, lass mal runter hier. Und dann gucken wir mal. Besa, wo bist du? Na, bist du. Jo, was geht? Der Adler kehrt zurück. Mit deinen Schriften, Besa. Mein Guder. Er ist tot, oder? Ich legte mein Gesicht auf den Boden und hörte seine Stimme unter dem endlosen Sand. Er rief, Verrat! Verrat! Hab Dank, Adler. Ich weiß nicht, ob es der Fluch oder das Schicksal war, aber er war meine einzige Familie. Es tut mir leid, Mihane. Doch was er auch getan hat, er hat dich wirklich geliebt. Der Fluch. Er sucht jene heim, auf deren Gewissen etwas Schweres lastet, Mihane. Sie träumen von Schilfbooten, die abgetrieben werden. Besser, Mihane. Seid vorsichtig. Es sind gefährliche Zeiten. Deine Reise ist noch nicht beendet. Komm zurück, wenn deine lebenden Füße dort waren, wo sie nicht hingehören. Nice, meine Mumis, wir haben es geschafft. Will er noch was sagen hier? Du suchst den Rat des Meisters der geheimen Dinge. Ich sag dir, was ich gesehen habe, während ich schlief. Im Land der vom Stier Entführten wird eine schreckliche Bestie geboren. Sie wird die Achsen der Welt erschüttern und Feuer vom Himmel regnen lassen. Bike drängt sich aber ganz schön auf hier. Nice, meine lieben Homies. Wir haben eine weitere Quest auf unserer Art abgeschlossen, den Fluch der Pharaonen. Finde ich super. Ich wünsche euch natürlich noch einen wunderschönen Tag. Was ist, Kollege? Hast du ein Problem? Krass, Alter, mischt er sich hier bei uns im Video ein. Meine lieben Homies, ich wünsche euch natürlich noch einen wunderschönen Tag. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Aufgabe im Fluch der Pharaonen wieder. Auf Wiedersehen, meine lieben Homies.